Herzlich willkommen zurück zu King Hearts 2, meine Damen und Herren. So, letztes Mal haben wir Atlantis Fatsch gemacht. Dann haben wir Halloween Town Patch gemacht. Halloween Town so. Und ich glaube sogar Agrabah. So, hier könnten wir quasi wieder eine Seite einfügen. Von Winnie Pooh. Dann machen wir das doch mal. Ja. Ja. Gesamte Seite 4. Machen wir das doch mal. Jetzt, so gesagt, so ein kleines warm machen. Die linke Seite haben wir ja komplett fertig hier. So, es fehlt ja quasi nur noch die rechte. Da ist da eins und hier unten noch eins. So, und dann müsste es eigentlich fast sein, das Buch. Hallo zusammen. Oh, wo ist Puh? Er ist hineingegangen. Denkt ihr, dass sich da drin vielleicht ein Jaguar versteckt? Jaguar? Hm, wer weiß. Das hat mich an die Geschichte, als mein lieber Uronkel Rupert sagt, warum steht hier ihr alle hier rum? Wenn ihr euch Sorgen um unseren Bären macht, lasst ihn uns suchen. Ganz genau, meiner Meinung. Ja, lasst uns gehen. Aber wenn da wirklich ein Jaguar drin ist, dann sollten wir uns vorher was überlegen. Das scheint sich ja noch hinzuziehen. Warum erzähle ich derweil nicht einfach von meiner Geschichte weiter? Mein Uronkel als der Bruder meines Großvaters. Was einfach wieder unterbrochen. Was denkst du, was wir tun sollten, Sora? Ich glaube, das ist so in ich glaube, das war eher mal so eine Mission mit den Five, dass die dann hinterher laufen. Aber vielleicht sollten wir uns nach Po suchen. Natürlich machen wir das, gehen wir. Finde Po so schnell wie möglich. Die Mutleiste nimmt ab, wenn deine Freunde sich verlaufen. Oder ebenso mit der Zeit, wenn Mutleiste auf Null eingeht, ist der Panel. Okay. Mal gucken, ob sie wieder einfangen kann irgendwie. Gut.
Das ist egal. Hä? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier irgendwas... Ach so, scheiße, die Zeit. Man soll nicht mal weiterlaufen, wenn das so leuchtet. Gut, das Puh. Das ist wichtig und richtig auf jeden Fall. Gut, dann waren wir jetzt hier, dann waren wir dort. Dann sind wir da. Gut, dann können wir jetzt hingehen. Ich glaube, wir haben alle Kisten. Zum Glück hat man ja genug Zeit zum Gucken. Nice. Bist du ja. Puh, was machst du hier überhaupt? Ich habe einen lieben Freund gesucht, dessen Namen ich vergessen, dem ich aber ein wichtiges Versprechen gegeben habe. Und, hast du ihn gefunden? Nein, ich habe überall gesucht, aber er scheint nirgendwo zu sein. Puh, ist das eine Wiedersehensfreude? Ja, aber Tigger, das war etwas zu viel der Freude. Wir dachten, ein Jagula hätte dich geschnappt. Oh je, daran habe ich gar nicht gedacht. Hoffentlich hat kein Jagula meinen Freund geschnappt. Versuch dich zu erinnern, Puh. Suchst du nicht vielleicht Sura? Oh, der Jagula! Nein, das ist bloß dein Magen, der knurrt. Du musst sehr hungrig sein. Komm, gehen wir heim und sehen zu, dass wir etwas Honig für dich finden. Klingt gut, Sura. Puh, du erinnerst dich ja endlich. Woran, Sura? Puh. Ich habe es lieber, wenn du richtig fröhlich bist, Sura. Ich auch, Puh. Oh, in meinem Bäuchlein rumpelt und pumpelt es. Alles klar, dann ab nach Hause. Süße Nostalgie erhöht keinen der Waffenwerte, aber erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass besiegte Gegner Items fallen lassen. Okay. Usehöhle. So, haben das so beendet. An der Stelle. Oder? Speichern ist wichtig und richtig. So, ich habe von der letzten Aufnahmesession, also nächsten Stream, ne, bis hierhin nicht weitergespielt, beziehungsweise trainiert. So, das haben wir beendet. Stimmt, wir wollten ja Herkules machen. Stimmt. Genau, wir wollten erst Herkules machen und dann Halloween Town. Hey. Herkules, geht's dir inzwischen besser?
Leider keine Fortschritte. Herkules glaubt, seine glorreichen Zeiten sind vorbei. Phil sagt, das Problem ist seine zerschlagene Moral. Aber Herkules, wir wissen, dass du ein Held bist. Ganz recht, du Jammerlappen. Wie kannst du nur an einem Tag wie heute den Trauerkloß mimen? Du wirst die Tribünen der Unterweltarena füllen. Schließlich geben sich deine Fans nur mit einem Helden in Bestform zufrieden. Aber falls du schwächelst, kannst du ja immer noch spektakulär verlieren. Das tut's auch. Das könnte dir so passen. Willst du mir was unterstellen? Also ich bin nicht so ein Egoist von Gott wie die ganzen Snobs da oben im Olymp. Ich vertrete das Volk und habe eine volksnahe Idee der zündenden Art. Verehrte Damen, ehrenwerte Herren, aufgepasst! Ich, der Herr der Unterwelt, Hades! Ich weiß, was Sie wollen, Tod und Spiele! Ich bringe Ihnen die ultimativen Spiele zur Feier der Wiedereröffnung der Unterweltarena! Wir beantworten endlich die brennende Frage, wer der größte Held unserer Zeit ist. Lorbeeren von gestern zählen nicht. Ein Held der Gegenwart muss her. Seine Geburtsstunde sind diese Spiele, die ich taufe auf den Namen Hades Cup. Ich versichere Ihnen, dass auch unser aller Held Herkules dabei sein wird, denn sonst... siehst du deine Freunde niemals wieder. Du Fiesling! Danke für die Blumen, Kleiner. Ich kümmere mich um die Anmeldung für den Hades Cup. Kommt also dafür. Mehr Brechspiel, seid ihr falsch. Ja, ein großartiger Zeitvertreib. Okay. Ja, wir kennen schon den Hades Cup aus Teil 1. Da gab es auch einen Hades Cup. Über 40 Runden, glaube ich. 40, 50. Bevor wir jetzt wieder. Okay. Oh, ich kann jetzt Schutzengel produzieren. Sogar nicht mal so schlecht. Was für AP und was für Schutz. Okay. So, Items. Wir haben ja gerade was gekriegt. Wir haben jetzt 10 davon. Ich dachte, ich kann meine Abwehr steigern. Gut, das war jetzt natürlich dann ein Irrtum an der Stelle, würde ich sagen. Süße Nostalgie, ist klar. So, die meiste Formel, das hatten wir ja schon. Ne, das war nur das. Donuts. Okay. Mit dem Kommando Limit kann Donut die nächste Magie Feuerwerk auslösen. Verbraucht. So was kompletter Vorrat. Ist zwar nice, so Dickschädel. Ein Name auf jeden Fall und dann haben wir eins übrig. Ne. Ne, das lassen wir mal so. So, da wollen wir mal. Ab zum Hades Cup. Ich glaube, diesmal kriegst du doch keine Erfahrungspunkte. Ich sehe mal für den Turnier dann nicht den Hades Cup. In die Schmerzen. Zum Hades Cup annehmen. Ja, wir sind dabei. Wir sind unsere ersten Gegner. Mal sehen, sie nennen sich Wirbelwind. Seht mal, er nimmt auch an dem Detail. Oh, vielleicht müssen wir ja im Finale gegen ihn antreten. Ich schätze, er ist ein echter Held. Was?
Nun, ich glaube eigentlich nicht, dass er einer von den Bösen ist. Jedenfalls bist du der einzige Held weit und breit, Herkules, das weißt du. Das war vielleicht einmal, jetzt tauge ich nichts mehr zum Schluss damit. Mit Herkules zusammen. Okay, ich krieg doch. Okay, ich krieg doch doch Erfahrungspunkte. Das ist so geil. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, auf jeden Fall. Ich hab doch. Ich beurteilst du den Kampfwerk? Ich bin einfach nicht der, der ich mal war. Tut mir leid, euch so runterziehen zu jung. Jetzt wirf noch nicht das Handtuch her. Ja, die brauchen die Halbfinale. Okay. Das geht aber relativ schnell, ey, mit den Halbfinalen und alles. Muss ich jetzt mal sagen. So, Halbfinale. Endlich, wir sind in Halbfinale. Quark, unsere Gegner sind die Verbotenen des Bösen. Müssen wir uns für den fürchten? Könnte durchaus sein, aber wir dürfen uns jetzt keine Schwäche leisten. Okay. Ist jetzt ein bisschen komisch. Wir haben es ins Finale geschafft. Wenn wir gewinnen, sind wir alle Helden. Aber deswegen bist du so guter Laune. Wir können ja nicht für immer junge Helden bleiben. Ich hoffe, ich versaue es euch nicht. Es lässt endlich die depressiven Sprüche. Aaron, da hinten steht er. Seht mal da drüben. Er ist unser letzter Gegner, oder? Aaron. Ihr seid? Hä? Aaron? Ich muss euch besiegen und für meine Vergehen Abbitte leisten. Hey! Also mit denen stimmt doch was nicht. Gut, und jetzt nochmal, sag, was du verbrochen hast, Gefangener. Ich existiere. Das ist mein Verbrechen. Es ist unentschuldbar. Ja, gut, sehr gut. Was ist mit Auron los? Er verhält sich ja so komisch. Du hast also einen kapitalen Fehler begangen, du existierst. Aber hey, ich bin die Güte in Person. Wenn du dich an unsere Abmachung hältst, bin ich bereit, über deine Verfehlungen hinwegzusehen. Verstehe. Ich muss Herkules besiegen.
und den Jungen mit dem Wanderzug. Den Jungen? Nein, nur Herkules. Was denn? Etwa schon vergessen, wer hier das Sagen hat? Oh. Herkules und die anderen drei. Verstanden? Verstanden, Hades. Meister Hades. Meister Hades. Gut. Jetzt geh. Damit kontrolliert er also Auron. Was für ein niederträchtiger Kerl. Das fasst er wahrscheinlich noch als Kompliment auf. Ich kann nicht mit ansehen, wie er so von Hades benutzt wird. Wir müssen Auron helfen. Kommt ihm nach. Was ist los, Sora? Auron steckt in Schwierigkeiten. Hades hat ihn einer Gehirnwäsche unterzogen. Er verwendet eine Art kleiner Statue. Eine kleine Statue? Das kommt mir bekannt vor. Hades benutzt die Statue vielleicht dazu, Aurons freien Willen zu bannen. Was soll der tun? Versuch, die Statue zu finden. Sie muss hier irgendwo in der Unterwelt sein. Klar, schon unterwegs. Jetzt erzähl mir nicht, dass ihr gehen wollt. Ihr habt einen Kampf vor euch. Ich kämpfe im Finale gegen Auron. Mann gegen Mann. Tust du das? Ich zögere es hinaus, damit ihr mehr Zeit habt. Aber... Beeilt euch einfach. Ich weiß, ihr schafft das. Glückwunsch. Wir sind im Geschäft. Danke. Unter einer Bedingung, der Schlüsselschwertträger und seine tierisch guten Freunde müssen sich dem Sieger in einem letzten Kampf stellen, klar? Das wird die Zuschauer in Verzückung versetzen. Hoffentlich. Ich versprach der Menge das größte Spektakel ihres Nachlebens. Einfallspinsel. Mein Plan war schon gut, aber das ist noch besser. Jetzt muss ich die Statue suchen. In der Unterwelt. Warte mal kurz. Eingang zur Unterwelt. Das müsste doch die Unterwelt sein, oder? Unterwelt. Ja. Ach, diese Explosion ist einfach eine geile Fähigkeit. Die kann man einfach sagen, was man will. An der Stelle. Bitte Speedrun hier, bitte durchgehen. Die Kurt marsch gar nicht weg. Man darf nicht vergessen, dass Magie fallen, was sehr, sehr gut ist.
schon. Nein! Fuck, ich wollte die Meisterform nennen. Noch den Effekt. Ne, ich bin komplett falsch. Ich hätte die andere schon gehen sollen. Okay. Oh, cool. Ich hab schon mal einen Hop gemacht. Nein! Nein, 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 nein! Das wären die letzten zwei Kisten gewesen, die mir fehlen. Eine Frischheit. Und schweben kann ich noch, ne? So eine Kacke. Schuhe mit die Kisten. Das sind die letzten, die mir fehlen. Was ist, was ich wolle? Nice. So, jetzt hab ich's. Okay. Und der hat ein... So, da muss ich wahrscheinlich so hartes in so obere Ding rein. Und jetzt. Ich habe schon gedacht, dass ich hier das vergessen habe. Ganz ehrlich. Voll, weiter geht's. Teil der Toten.